unterwegs hier in Österreich mit dem Intercity und dem ÖBB Vectron der Baureihe 1293 mit der 1293-175-6. Wir stehen hier auf der Vorarlbergbahn in einem Szenario aus dem Creators Club. Und wenn ich daran denke, dann sollte der Link zu dem Szenario in der Videobeschreibung sein. Und wir fahren hier in diesen Intercity. Hier steht auch schon ein Talent bereit. Da vorne auch schon eine 628. Und ich würde sagen, wir steigen ein, rüsten auf und fahren los. So, im Führerstand angekommen, drehen wir zunächst den Hauptschlüssel auf ein und die Führerbremsventiltrennung auf angeschlossen. Wir lassen den Zug auf jeden Fall noch eingebremst, können aber die Lokbremse an der Stelle schon mal lösen. Fahrtrichtungswender können wir in die Vorwärtsstellung setzen und die Türen einmal kurz rechts noch aufmachen. Dann stellen wir einmal hier das Display um, sodass wir in der Mitte das Tacho haben, den Tacho haben. Lichtkonfiguration passt soweit. Ich würde sagen, wir stehen einmal ganz kurz auf und schalten uns die LZB und die PZB und meinetwegen heute auch mal die SIFA an. Signalbeleuchtung bitte auf Auto. Federspeicher ist gelöst. Hervorragend, dann haben wir soweit alles. Das stellen wir einmal hier auf Dunkel. Gehen mal hier in die Einstellung. Ups, AFB, das ist die AFB, AFB. Das war nicht die Einstellung. AFB. Hier, da sind die Einstellungen. E-Bremskraft erhöhen wir uns auf 240 Kilonewton. Und den PZB-Modus auf O. Bremsart R ist in Ordnung. Zugbeleuchtung können wir anschalten. Ich hoffe, das funktioniert. AFB setzen wir mal auf 40 und bestätigen natürlich. Schließen die Türen und kontrollieren einmal die Zugspitzensignale. Das passt. Vorne dreimal weiß. Einmal bitte auf Fernlichter gestellt, wie es in Österreich üblich ist, und hinten zweimal rot. Dann schauen wir mal, ob die Türen alle zu sind. Das können wir herrlich hier überblicken in dieser Kurve, zumindest bis hier vorne. Sieht aber bis dahin sehr, sehr gut aus. Einmal noch ein Foto geschossen von unserem Start hier, dem Startbahnhof, weil das so schön hier in der Kurve ist. Dazu einmal die Schärfentiefe runter auf 5%. Wir verkleinern das Sichtfeld, sodass wir ein bisschen reinzoomen. Dann setzen wir den Fokus und zwar auf unsere Lok hier vorne und schießen ein, zwei Fotos. Ja, so vielleicht. Einmal noch von der anderen Seite, damit wir auch schön sehen, dass wir hier einen ÖBB-Vectron fahren. Mit Intercity-Wagen. Joa. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen, die Kombination hier. Dann würde ich sagen, joa, es ist Zeit abzufahren. Wir lösen die Bremse und fahren los. Schalten langsam Leistung auf. Wir dürfen mit 50 ausfahren. PZB müsste im Startprogramm sein. Genau. Wir warten natürlich, bis sich die PZB von selbst befreit. Oh, SIFA Zwangsbremsung. Das ging aber schnell. Huch, wie kam das denn jetzt? Hauptluftleitungsdruck. Okay, Bremse angelegt. Ja, Bremse angelegt. Sollte eigentlich keine Bremse angelegt sein. Und jetzt fahren wir nochmal los. Warum auch immer gerade die SIFA uns da. Okay, ja, die Bremsen werden gerade noch gelöst. Ja, so. Bremsen sind gelöst. Also so lange sind wir noch nicht gefahren, dass uns da die SIFA einen Strich durch die Rechnung hätte machen können.
So, nimm ein bisschen Leistung runter. Das reicht vollkommen aus, mit 100 kN anzufahren. Und einmal hier am Bodensee vorbei. Mit unserem Intercity-Wagenpark. In der ursprünglichen Szenario-Version ist es tatsächlich so, dass dort ein ÖBB-Repaint benutzt wird für die Intercity-Wagen. Das habe ich aber in meiner schnellen Suche nicht gefunden. Dementsprechend sind das jetzt hier die Standard-Intercity-Wagen der Deutschen Bahn, aber das ist auch schön. Ist ja auch okay. Auch die wird man ja ab und an mal in Österreich sehen, nicht? Schön hier ein paar Schiffe. Herrlich. Oh, sieht aber auch schön detailliert hier vorne aus, ne? Und auch hier die Wassertexturen. Boah, also hat schon was sehr... Das ist auch ein schönes Bild, oder? Wenn man mal hier den Schwerpunkt mal auf dieses Häuschen setzt, einfach mal die Szenerie auch mal schön finden können, so mit diesem Haus hier, mit diesem Haus auf diesen Stützpfeilern, vermutlich wegen Überschwemmung, ne, oder bei Hochwasser, dass das Haus eben nicht sofort überschwemmt wird oder weggespült wird. So. Was? Als ob? Hä? Verstehe ich nicht. Ich habe doch die SIFA. Okay, nee, ich mache die SIFA aus. Ich kann das mit SIFA nicht. So. Da habe ich keine Lust drauf, mich immer hier von der SIFA mir immer eine Zwangse geben zu lassen. Mann! Kaum sind wir gestartet, schon zwei Zwangsen, weil ich die SIFA vergesse. So, Bremsen sind gelöst. So, jetzt aber. Also jetzt mal ehrlich. Das ist ja peinlich hier, was ich abliefer. Wir haben auch hier übrigens auf unserem Wagenpark haben wir dann als Ziel Bregenz, Dornbirn, Bludenz. Also die Zwischenhalte haben wir auf jeden Fall mit drin. Unser Ziel, wir halten in Bregenz, in Dornbirn, in Feldkirch und dann in Bludenz. Fahren also einmal über die gesamte Länge. Und ich bin gespannt, was uns hier an Rollmaterial erwartet. Wie gesagt, ist ein Szenario aus dem Creators Club. Bisher auf jeden Fall, Anführungszeichen, nur Vanilla-Fahrzeuge von der Strecke. Mit Ausnahme der Intercity-Wagen. 143, gut, was auch immer die hier macht. Manchmal ist das so beim TSW, wenn man ein Szenario erstellt und man stellt sich da eine Güterzuglok hin, zum Beispiel eine 185, dann kommt der TSW von alleine auf die Idee, die random zu substituieren, zu ersetzen mit anderen Loks. Also dass dann statt einer 185 dann auf einmal eine 187 da ist oder eine 143 oder so. Und vielleicht kann es ihm daher kommen, dass der Szenario-Autor oder die Autorin gar nicht bewusst dort eine 143 abgestellt hat, sondern zwar eigentlich nur 185 oder so. Und der TSW dachte sich aber, hallo,
Der TSW dachte sich aber, dass man das auch einfach random ersetzen kann mit einer anderen Lok, weil warum auch nicht? Warum sollte man die Lok haben wollen, die man dorthin gesetzt hat? Das ist ja wahnwitzig. Das wird ja keiner wollen. Ja, ein sehr bewölkter, grauer Tag heute. Passend, ehrlicherweise, wenn ich gerade hier aus dem Fenster schaue, zu dem Aufnahmetag hier heute, als kleiner Sidefact nebenbei, bei mir ist es der 3. Oktober frühmorgens, Feiertag also, und da dachte ich, kann ich euch ein, zwei Videos TSW heute aufnehmen, die ja jetzt hier erscheinen, während ich gerade nicht da bin, ne? Ihr werdet es im Community-Tab vielleicht gelesen haben, dass ich dafür ein, zwei Wochen mal keine neuen Videos produzieren kann, weil Urlaub. Aber dementsprechend habe ich... So, Hauptschalter mal raus. Dementsprechend habe ich aber ein bisschen vorproduziert. So, ich habe auf Zugbeeinflussung gedrückt, aber... Da kam gerade kein Geräusch. Jetzt kommt eins. Interessant, wenn der Hauptschalter draußen ist, sagt er nicht Zugbeeinflussung laut. Das ist ja mal verrückt. Zugsammel schien das an, ne? Ja. Und da vorne haben wir ein haltzeigendes Signal. So, wir konnten natürlich gerade, deshalb habe ich ein bisschen stärker reingebremst. Wir konnten in der Zeit, als der Hauptschalter draußen war, natürlich nicht die E-Bremse benutzen. Scheint auf jeden Fall keine Fahrt zu werden, die von einer grünen Welle geprägt sein wird. In Österreich gibt es in den seltensten Fällen 500-Hertz-Magneten an Hauptsignalen. Dementsprechend haben wir jetzt auch keine 500-Hertz-Beeinflussung bekommen. Okay, dann halten wir an. Ja, wobei, ich glaube, wir können auch nur die Lokbremse nehmen. Und schauen einmal auf die Karte, warum wir denn jetzt hier warten müssen. Da ist ein grünes Signal in Gegenrichtung, denke ich. Weil uns da wohl was entgegenkommt. Der hier, der dümpelt aber so langsam vor sich her. Krass, dass dieser ganze Abschnitt da vorne übrigens eingleisig ist, ne? Das ist ja verrückt. Ja, auch das gehört zum Eisenbahnalltag, ne? Manchmal muss man einfach warten. Wir könnten aber einfach mal aussteigen in der Zeit und uns mal ganz kurz hier den Bahnsteig angucken. Können wir hier runter? Wir können auch tatsächlich hier runter. Okay, können nicht weiter runter. Streckenkarte. Mhm. Wir halten in Bregenz, in Dornbirn, in Feldkirch und dann in Bludenz. Unsere Intercity-Wagen hier vorne im Dunkeln. Habe ich noch nicht ganz verstanden, wie man die Lichter in den Intercity-Wagen anmachen kann mit dem Vectron. Das scheint irgendwie nicht so ganz zu klappen. Und es gibt ja in den Wagen selbst gibt's keinen Kasten, den man benutzen kann. Also es gibt zwar einen Kasten, der ist aber nicht benutzbar. So. Hier ein Loch auch Horbrands.
Gibt es irgendwas anderes, was wir hier noch machen können an Aufgaben? Da gibt es doch immer noch ein paar weitere. Hier noch so ein Wartehäuschen. Ach, schön. Ja, hat was. Sehr idyllisch hier. Also hier, bei diesem Bahnsteig, hier würde ich auch gerne warten auf den Zug. Mit diesem wundervollen Ausblick. Das ist unser nächster Halt. 3 Kilometern. Da kommt der Zug. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Und machen uns wieder abfahrtbereit. Eben kurz hier die Möglichkeit genutzt, hier mal einen kurzen Snack zu kaufen. Ne? Hier ein bisschen Geld reintun. So, und jetzt können wir weiter wieder einsteigen. Macht man das in Realität auch als Lokführer, dass man, wenn man irgendwie mal länger halten muss, wenn man eher an einem Bahnsteig ist, dass man auch mal aussteigt, sich kurz mal die Beine vertritt, wenn man weiß, dass das Signal sowieso Halt zeigt? Achso, das Signal zeigt natürlich noch Fahrt, Halt an. Müsste aber jetzt umschalten. Genau, Bahnübergang geht runter. Und Signal müsste jetzt umspringen. Hervorragend. Da haben wir es jetzt dann gerade auch gesehen, die Bahnübergänge, ne? Und dass das Signal halt erst auf Halt, auf Fahrt umgesprungen ist, als der BU da noch unten war. Konnte man jetzt gerade wirklich hervorragend erkennen. So, wir befreien uns natürlich nicht. Ich frage mich gerade, ob der Vectron eigentlich alleine Leistung wieder abschaltet, sobald wir die 40 erreicht haben. Müsste er eigentlich. Hoffe ich zumindest. Ja, macht er auch. Dass wir nicht die 40 überschreiten. Hervorragend. So. Beeinflussung ist weg. Und wir können Leistung aufschalten. So, jetzt ziehen wir einmal an. Die Autos hier links fahren 50 anscheinend. Jetzt sind wir nämlich fast genauso schnell und jetzt werden wir schneller. Genau, wir dürfen 100 fahren. Und das machen wir auch. Wie schnell sind wir? 95. Tja, da waren wir wohl zu schnell für den Geschwindigkeitsmesser. So, 1,7 Kilometer, dann müssen wir auch anhalten. Hier schön am Strand. Das war jetzt toll, am Strand zu sein. Ich nehme schon mal ein bisschen die Leistung raus. So, der hier wartet, bis wir weiterfahren. Beziehungsweise... Ah, nee, gar nicht. Das ist ein Stumpfgleis.
Aber ja, der wartet wohl auch, bis wir hier weiter können. So, jetzt müssen wir ordentlich reinbremsen. Meine Damen und Herren, wir haben Bregenz erreicht. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. So, wir lassen rollen. Hier dürfen wir übrigens 110 fahren, oder? Ah, nee, gar nicht. Das ist die Markierung für... das sind die Haltemarkierungen, wie lang die Züge sind, wo die dann halten sollen. So, Türen auf. Bremse lösen, Lokbremse anlegen. Da sehen wir es, der Gleitschutz ist aus. Warum ist er aus? Muss er nicht an sein? Naja. So, Fahrgäste können zu und absteigen. Oder aussteigen. Hier sehen wir, das sieht aus wie ein ehemaliges Gleis hier vorne, definitiv. Das aber mittlerweile so nicht mehr existiert. Das ist aber schade. Das ist ja mal schade. Hier das Bahnhofsgebäude. Tür zu. Bremsen lösen. Bremse löst sich. Und wir fahren ab. Nächster Halt, Dornbirn. Das ist hier. Und in Dornbirn wird der erste Teil dieses Videos hier enden und weiter geht's dann im Teil 2. Also TSW4 und Vectron und so sind ja jetzt schon seit einiger Zeit draußen und ich muss sagen, es macht immer noch absolut, absolut viel Spaß. Aber wir dürfen sogar 120 fahren. Und wir gehen hoch auf die 120 und fahren Richtung Dornbirn. Ab hier 140. Wenn unser ganzer Zug dran vorbei ist. Und jetzt können wir Leistung aufschalten. Wir dürfen natürlich 200 fahren, Vmax des Zugverbands.
Achtung, Zugdurchfahrt. Jawohl. Huch, die driften aber hier hart um die Kurve. Mal hier vorbei an diesem Frachtterminal. Da ist auch nur 193. Können wir uns ja mal ganz kurz angucken. Hier von Locomotion. 193, 777. Richtig schöne Lackierung aus dem Creators Club übrigens. So, wir haben noch 4 Kilometer bis Dornbirn. Das ist noch ein ganzes Stück. Kilometrierung hier bei 19. Warum ist sie zweimal da? Und vor allen Dingen interessant, dass das eine Kilometrierung mit ungeraden Zahlen ist. Normalerweise in Deutschland ist es doch, also mir ist es zumindest nie anders aufgefallen, ist es doch immer eine gerade Kilometrierung und hier war gerade ungerade Kilometrierung. Zumindest was die 100 Meter Angabe angeht. Kommt das auch in Deutschland vor? Oder ist das was nur Österreich-Spezifisches, dass da mal was Ungerades da ist und mal gerade? Es scheint ja irgendwie immer mal wieder so zu wechseln. So, 120, die uns nicht angekündigt waren. Danke, Österreich. So. 20 sind erreicht, wir lassen aber reingebremst, weil wir jetzt eh nur 110 fahren dürfen und jetzt gleich auch Dornbirn auf uns wartet. Jetzt nehme ich die Zugbremse mit dazu. Ganzer Zug ist am Bahnsteig. Und wir halten an. Hervorragend. Türen auf. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich vorerst von Teil 1. Teil 2 wird in den kommenden Tagen folgen. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zusehen. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Alles Gute. Alles Liebe.